Moin aus Schäffau am Wilden Kaiser. Wir schreiben Tag 2 unseres Sommertrainingslagers. Heute Morgen um 10 und nachmittags um 16 Uhr wurde jeweils trainiert. Wir konnten allerdings zwischen den Einheiten, nämlich genau nach dem Mittagessen, mit Neuzugang Frederik Jerkel sprechen. Das ganze Interview seht ihr jetzt auf Arminia Club TV. Ja, Frederik Jerkel, herzlich willkommen hier bei Arminia Club TV. Wir dürfen sicherlich Freddy sagen. Wir erwischen dich hier zwischen den beiden Einheiten des Tages. Das Wichtigste vorweg, wie geht's dir? Was machen die Muskeln? Ja, erstmal herzlich willkommen. Mir geht's gut. Gestern hatten wir ein lockeres Training. Der Trainer hat es wie ein Welcome-Training beschrieben. Und heute war schon Vormittag ein bisschen eine intensivere Einheit. Und hat aber Spaß gemacht. Und da war echt auch viel Spaß dabei und aber auch viel Feuer. Also war top. Und jetzt hatten wir gerade Mittagessen. Jetzt eine kurze Mittagspause und dann geht's zur zweiten Einheit. Ja, du sitzt hier in der wunderschönen Kaiserlodge. Wie gefällt's dir hier und vor allen Dingen auch, wie wurdest du aufgenommen? Passt das bisher alles für dich? Ja, also das Hotel und die ganzen Bedingungen, die Möglichkeiten hier im Hotel mit dem Platz, die sind echt sehr gut. Also da haben wir echt top Bedingungen, um hier gut arbeiten zu können, bis nächsten Samstag. Und von der Mannschaft her hat mich auch sehr gut aufgenommen, hat es mir sehr einfach gemacht, mich zu integrieren. Und ja, das passt alles sehr gut. Mit wem bist du auf einem Zimmer und wo hast du direkt schon eine ganz gute Connection gefunden? Mit Silvan bin ich auf dem Zimmer und mit Ratsche. Und mit dem beiden verstehe ich mich echt gut und haben auch gestern Abend ein relativ langes Gespräch so gehabt, so wie sind die letzten Jahre von denen so verlaufen. Und sonst aus der Mannschaft verstehe ich mich mit allen gut, aber auch jetzt vor allem mit Flo Krüger. Der kommt ja auch aus dem Osten und ja, da versteht man sich einfach gut. Okay, hast du Bücher dabei, eine Konsole oder wie gestaltest du so ein Abendprogramm, wenn ihr vielleicht nicht gerade irgendwie über die Karrieren sprecht? Konsole habe ich nicht dabei. Ein Buch habe ich immer prophylaktisch runtergeladen aufs iPad, ob ich es anfange, mal sehen. Aber ich denke schon, aber sonst einfach will ich viel mit den Jungs machen. Tischtennis spiele ich gerne am Abend und ja. Du wirst sicherlich gestern Abend auch ein bisschen was zu dem Gespräch beigetragen haben. Hast nämlich die letzten beiden Jahre in Belgien gespielt. Wie war das so für dich als junger Spieler, einfach mal in ein anderes Land zu gehen und da weitere Erfahrungen zu sammeln? Ja, also es war ja meine erste Erfahrung jetzt im Herrenfußball, im Profibereich nach der Jugend in Leipzig. Und es war natürlich erstmal für mich jetzt schon ein großer Unterschied, auch jetzt nicht nur von der Distanz her zu meiner Familie und so weiter, die 800 Kilometer, sondern auch allgemein jetzt komplett allein auf mich gestellt zu sein. Aber ich finde jetzt nicht nur fußballerisch war die Laie gut, habe viele Spiele gemacht dort in der Profiliga und das war das Ziel der Laie, aber auch jetzt als Mensch und als Person habe ich mich extrem weiterentwickelt. Ja, cool. Wie würdest du dich denn beschreiben? Wo liegen deine Stärken auf dem Feld und vielleicht auch daneben? Ja, ich bin Innenverteidiger erstmal, habe eine gute Größe für einen Innenverteidiger. Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem noch schnell für einen Innenverteidiger, was natürlich gut ist jetzt, wenn man hoch steht als Mannschaft, wenn die Bälle hinter die Kette kommen und sonst sehr athletisch, ein gutes Kopfballspiel defensiv. Offensiv kann noch viel mehr passieren. Und sonst, ja, ein gutes Passspiel, ja. Sehr gut. Du bist extrem groß, kräftig gebaut, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass du dir ja auch in deiner eigenen Wohnung einen kleinen Kraftraum immer machst. Kannst du da noch mal ein bisschen ausholen, warum das so wichtig für dich ist? Ja, also das ist schon seit langer Zeit so ein kleiner Traum für mich, so in meiner Wohnung dann so wie ein eigenes kleines Home-Gym zu haben, wenn es möglich ist vom Platz her. Und habe ich jetzt auch versucht, das zu realisieren, auch vom Platz her. Und so wie es jetzt aussieht, kann ich das jetzt in der neuen Wohnung in Bielefeld machen und habe auch schon mit dem Athletiktrainer gesprochen und sieht gut aus. Top. In 2 Stunden geht's weiter, deswegen entlassen wir dich gleich. Würden aber gerne noch so ein ganz paar persönliche Fragen stellen. Wenn du dir eine Superkraft auswählen könntest, also fliegen, unter Wasser schwimmen, keine Ahnung, welche wäre das? Zeitreisen. Welche Epoche würde dich da interessieren? Hast du irgendwas im Kopf? Nee, nicht ganz, aber einfach mal so, wie war es früher, einfach mal da dabei zu sein oder jetzt, wie es in 100, 200, 500 Jahren, so wie es da so die ganze Welt aussieht und so weiter. Okay, Berge oder Meer? Meer. Pommes teilen oder Pommes klauen? Pommes teilen. Sehr gut. Und die letzte Frage, die oder das Nutella? Das Nutella. Mit oder ohne Butter? Ohne Butter. Alles klar, dann hoffen wir, dass du hier nicht zu viele Nutella-Brötchen verschlingst und wünschen dir weiterhin eine gute Zeit bei uns und schön, dass du da bist. Dankeschön.